Wir sind heute im Atelier Stolzenburg und basteln einzigartige Weihnachtsdeko für zu Hause. Und das alles brauchen wir heute. Und jetzt beginnen wir mit Kerzendekoration. Und die wird jetzt verschieden verziert. Wir dekorieren eine Kerze zuerst mit einer sogenannten Wasserschiebefolie. Die bekommt ihr im gut sortierten Bastelladen. Dazu braucht ihr noch einen speziellen Motivkleber, einen Pinsel, ein Stück Küchenrolle, um überschüssigen Kleber abzuwischen, sowie eine Schüssel mit Wasser. Ihr taucht die Wasserschiebefolie mit dem gewünschten Motiv für 10 Sekunden in Wasser und lasst es danach für eine Minute auf dem Tisch liegen. Währenddessen den Kleber in kleinen Punkten auf die Kerze auftragen und dann die Folie auf die Kerze bringen. Mit dem Pinsel das Motiv glatt streichen, um alle Luftblasen zu entfernen. Danach mit dem Küchentuch überschüssigen Kleber und Wasser abtupfen. Und jetzt bekommt die Kerze noch eine Nikolausmütze. Dafür schmelzen wir rotes Wachs im Wasserbad und tauchen die Kerze ein wenig ein. Danach für 24 Stunden trocknen lassen. Weg von den Kerzen, hin zum Mini-Gardening. Wir basteln uns einen Mini-Gartenkranz, natürlich im weihnachtlichen Flair. Dafür brauchen wir einen Holzkranz, Islandmoos und alles an Deko, was das Herz begehrt und was ihr im Kranz haben möchtet. Das Moos wird mit der Heißklebepistole auf den Kranz geklebt als Grundlage. Anschließend wird der Kranz nach Herzenslust dekoriert und geschmückt. Und die letzte Deko-Idee zum einfachen Nachbasteln zu Hause. Wir gießen Anhänger als Tischdeko oder als Weihnachtsschmuck. Also, wir machen jetzt Anhänger für den Christbaum aus Gießmasse. Dafür nehmen wir von dem Pulver der Gießmasse und ein bisschen Wasser dazu. Mischverhältnis ist 3:1, also 3 von dem Pulver, ein Teil Wasser. Jetzt gieße ich die Masse in die Silikonform ein. Erstmal nur zum Dreiviertel voll. Und dann nochmal klopfen. Und dann den Rest auffüllen. Nach 1 bis 2 Tagen Trocknung sehen die Figuren und Formen dann so aus. Wem das zu lange dauert, kann sie auch bei 100 Grad für eine Stunde in den Backofen packen. Und jetzt wird natürlich noch verziert. Bänder durch und ab an den Baum. Kerzen in verschiedenen Designs, der Minigarten als Kranz oder auch im Glas und die selbstgegossenen und bemalten Minifiguren. Weihnachten wird individuell und vor allem genauso, wie wir es uns wünschen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.